Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, eigentlich habe ich mir fast vorgenommen, auf sowas gar nicht mehr einzugehen, weil es ist immer dieselbe Platte, es ist immer dieselbe Leier, Frau Kipping. Sie wollen einfach nicht wahrhaben, dass wir reformieren müssen, dass wir mittlerweile 25 Milliarden Euro pro Jahr an Subventionen für erneuerbare Energien bezahlen. Und das 20 Jahre lang. Das sind 500 Milliarden Euro, die uns die erneuerbaren Energien wert sind. Und wer dann davon redet, dass wir da was kaputt machen wollen, der versündet sich an denen, die es zu bezahlen haben. Und das sind vor allen Dingen die kleinen Leute, es sind ihre Kunden, die es zu bezahlen haben. Es sind nämlich die Bürgerinnen und Bürger, die es bezahlen und die mit jedem Jahr mehr für EEG etc. zu bezahlen haben. Zurzeit ist das 6,35 Cent. Kollege Fuchs, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Maywald? Ja, von mir aus. Muss er. Also. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Fuchs. Sie haben gerade wieder von den 25 Milliarden Subventionen gesprochen. Das hören wir ja nun seit Jahren schon immer wieder. Wenn Sie das den Bürgern immer wieder erzählen, dass die Bürger angeblich diese 25 Milliarden für die Erneuerbaren als Subvention bezahlen, dann müssen Sie eigentlich zwei weitere Fragen beantworten, um die ich Sie bitten würde. Das eine ist, wer bezahlt denn Ihrer Meinung nach die 100 Milliarden für die fossilen Brennstoffe, die wir jedes Jahr importieren? Die muss ja auch jemand bezahlen. Also insofern, wer bezahlt Ihrer Meinung nach das? Und die zweite Frage, die sich daran anschließt, wenn die EEG-Umlage eigentlich die Differenz zwischen dem Börsenstrompreis und der Einspeisevergütung ausmacht, dann ist ja dadurch, dass der Börsenstrompreis sinkt und die EEG-Umlage dadurch als Differenz etwas steigt, die Summe tendenziell gleich. Wie erklären Sie dann die Begründung, dass Sie sagen, wir müssen dafür sorgen, dass durch die EEG-Umlagensteigerung nicht der Strompreis immer mehr steigt? Also erstens, den Brennstoff müssen Sie natürlich bei konventionellen Energien bezahlen. Fossile Energien brauchen Brennstoff und dementsprechend zu bezahlen. Und das ist aber keine Subvention, sondern das ist das Betreiben dieser Anlage. Sie können das doch nicht als Subvention bezeichnen, wenn Sie Brennstoffe kaufen müssen. Zweiter Punkt, dieses Delta ist es ja nicht alleine. Es wird ja, und ich komme gleich auf dieses Thema noch dazu, der Netzausbau auch noch mal ins Geld gehen, und zwar gerade jetzt und gewaltig. Ich komme darauf aber noch zurück. Also 500 Milliarden an Subventionen sind zurzeit unterwegs, und ich meine, es ist an der Zeit, dass wir eine generelle Bremse einführen, dass wir dafür sorgen, dass das nicht mehr so weitergehen kann. Und es ist ja auch interessant, dass mittlerweile in vielen Gegenden darüber nachgedacht wird, dass der exorbitante Windausbau so nicht weitergehen kann. Also der grüne schleswig-holsteinische Energieminister, der hat sich ja gerade davon verabschiedet, den Windenergieausbau so weiterzumachen, wie er bis jetzt war. Er geht jetzt in Vorranggebiete rein und macht es wesentlich geringer. Der Windausbau soll zurückgeführt werden, weil er natürlich auch weiß, dass Schleswig-Holstein viel mehr Windenergie produziert, als jemals in Schleswig-Holstein verbraucht wird. Das gilt nebenbei für Niedersachsen auch. Herr Wenzel hat gerade festgestellt, dass er maximal eine Spitzenlast von 8,8 Gigawatt hat. Und was wird kommen? Im Jahre 2020 wird man über 20 Gigawatt an Stromproduktion aus Wind on und offshore haben. Das ist halt einfach zu viel und kann nur funktionieren, wenn wir parallel dazu in vernünftige Netze investieren. Das tun wir aber nicht. Und viele Bürger sind mittlerweile auf einem anderen Trip. Und jemand, der BUND mitgegründet hat, heißt Enoch zu Guttenberg, der ist ja gerade deswegen aus BUND ausgetreten, weil diese exorbitante Differenz zwischen in Wälder Windmühlen hineinstellen und gleichzeitig zu fordern, dass um Gottes Himmels Willen nirgendwo ein Baum gefällt werden darf, sich schon ein bisschen ärgerlich bemerkbar macht. Ich finde es mittlerweile schon unerträglich, was an manchen Stellen in deutschen Wäldern passiert. Ich komme aus dem Hunsrück, eine wunderschöne Region, und da kann ich Ihnen nur empfehlen, mal durchzufahren und gucken, was da passiert. Da werden hektarweise Wälder abgeholzt, und wenn in der Stadt Koblenz einer einen Baum umsägen will, dann müssen sie 24 Anträge dafür stimmen. Das ist nicht konsequent. Und das ist schon gar nicht ökologisch, was Sie da veranstalten. Das wissen Sie auch ganz genau, und der Herr Trittin erst recht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme aber noch zu einem weiteren Punkt, den wir in dieser
Gesetzgebung jetzt mit berücksichtigen, lieber Hubertus Heil. Sie haben ja 3, 4 Punkte genannt, die wir noch im Gesetzgebungsverfahren zu bearbeiten haben. Aber einen möchte ich schon noch erwähnen. Das ist die Synchronisation von Netzausbau und Ausbau erneuerbarer Energien. Wer A sagt, nämlich erneuerbare Energien, der muss auch B sagen, nämlich Leitungsbau. Und es ist sehr interessant, dass dieselben Leute, die überall erneuerbare Energien fordern, parallel dazu aber sich dagegen wenden, dass irgendwo eine neue Leitung gebaut wird. In meinem Wahlkreis, da wird gerade eine alte Leitung ertüchtigt, die muss auch ertüchtigt werden, weil da eine HGÜ-Leitung oben drauf kommt, 3 zusätzliche Kabel. Und die Grünen haben eine Bürgerinitiative gegründet und sagen, jetzt muss das weg, jetzt muss das unter die Erde. Prima Idee, jeder weiß von uns, dass eine Erdverkabelung ungefähr 8-mal so teuer ist wie eine Überlandverkabelung. Und das geht so nicht, denn damit werden die Netzkosten immer weiter steigen. Und dann kommt ja die Krönung des Ganzen. Das sind die berühmten Offshore-Anlagen. Die Offshore-Anlagen sollen schnell gebaut werden, sollen möglichst heute fertig gemacht werden, dann redet man von Fadenriss und so weiter, wenn nicht jeden Tag eine neue gebaut wird. Und dann parallel dazu sind die Leitungen nicht da. Da haben wir ein wunderbares Beispiel in Niedersachsen. Niedersachsen ist sowieso am weitesten dahinterher, was Leitungsausbau angeht. In den Enlag-Projekten, der ehemalige Minister, der die damals mit angeschoben hat, Trittin nickt mit dem Kopf, in den Enlag-Projekten haben wir rund 1800 Kilometer geplant. Davon sind knapp 600, also ein Drittel, gebaut. In Niedersachsen sind 405 Kilometer geplant. Davon ist null gebaut. Und Plan festgestellt, noch nicht mal 100 Kilometer. Meine Damen und Herren, so geht das nicht. So können wir keine erneuerbaren Energien dahin bringen, wo sie gebraucht werden. Und so kann das auch nicht funktionieren. Wenn dann wegen jedem Vogelschutzgebiet gesagt wird, hier geht gar nichts, und das macht Herr Wenzel ja gerade, dann kann ich nur sagen, so können wir miteinander nicht umgehen. Wenn wir die Erneuerbaren haben wollen, dann müssen wir auch bereit sein, den Strom dahin zu bringen, wo er gebraucht wird. Jetzt Kollege will ich noch Fuchs, auf gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Lenkert? Von mir aus. Gibt alles mehr Zeit für mich. Herr Kollege Fuchs, wir waren beide in der Anhörung zu den Erdkabeln und die Firma ABB hat in dieser Anhörung dargestellt, dass ihr Kabelsystem das 1,5- bis 2-fache von Freileitungen kostet. Die Einwendung, die dann von Ihrem Sachverständigen kam, dieses System sei nicht erprobt, beantwortete der Kollege von ABB nicht in Deutschland, aber weltweit liegen bereits 5000 Kilometer dieses Systems unter der Erde und funktionieren und 2000 davon alleine von ABB. Nur in Deutschland soll dieses System nicht ausgereift sein, nicht funktionieren. Wie begründen Sie das? Wie sehen Sie das im Zuge dessen, dass Deutschland eigentlich Vorreiter sein will? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage zu Ihrem EEG-Entwurf. Sie begründen hier ausgiebig, dass Stromleitungen in Niedersachsen fehlen, insbesondere zum Anschließen von Offshore-Windparks. Dann erschließt sich mir aber nicht, wieso Sie einen Deckel für Windkraft an Land machen, die nämlich diese fehlenden Leitungen überhaupt nicht benötigt, weil die nämlich dahinter einsteigen, sondern ausgerechnet die Offshore-Windkraft nicht deckeln. Also das ist ja völlig unlogisch. Diese Windanlagen, die meisten Windanlagen, wissen Sie, wo die stehen? 5.600 Anlagen sind bereits in Betrieb alleine in Niedersachsen. Und zwar, ich rede jetzt nicht von Offshore, sondern von Onshore. Und die stehen an der Küste in Niedersachsen. Das ist ziemlich wurscht, ob Sie von der Küste oder vom Meer den Strom nach Süden transportieren wollen. Das ist ziemlich unlogisch, was Sie sagen, aber das kennen wir ja von der Linke permanent. Und im Übrigen bin ich kein Techniker von ABB. Mir liegen Gutachten vor, nach denen der Ausbau der Kabeltechnik eben nicht sicher genug ist. Uns hat Tenet bestätigt, dass sie nicht so sicher sind, ob das funktioniert. Und solange uns die Übertragungsnetzbetreiber keine Garantie dafür geben, kann ich nicht sagen, das ist eine sichere Technik, die können wir jetzt einführen. Wenn Sie das besser wissen, soll das mir egal sein. Dass ABB ein Interesse hat, Kabel zu verkaufen, das kann ich verstehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bleibe noch mal bei der Offshore-Anlage. Dass Offshore-Anlagen nötig sind, glaube ich sogar, weil wir damit fast grundlastfähige Möglichkeiten haben, weil die haben ja bis zu 5.000, vielleicht sogar an manchen windhöfigen Stellen noch mehr, 5.500 Stunden Laufzeit. Das ist schon ganz gut. Es ist aber eine sehr teure Technologie, das wissen wir, denn nach dem Stauchungsmodell, allerdings nur für 8 Jahre, kriegen die 19,2 Cent Einspeisevergütung.
Das ist ja auch der Grund, weswegen jetzt die Industrie da so reingeht und will so schnell wie möglich bauen. Nur es muss sichergestellt sein, dass der Strom dann auch dahin kommt, wo er gebraucht wird. Und jetzt bleibe ich mal bei Borwin 3, so heißt das Ding. Das ist eine Plattform, die ist in der Nähe von Borkum. Und dort kommt eine 900 MW-Anlage hin. Oder die ist bereits da. Die Industrie ist schneller, als wir es gedacht haben. Sie sollten eigentlich erst Ende 19 fertig werden. Sie werden jetzt Mitte 18 fertig. Und das Stromkabel, das liegt plus minus schon an Land. Aber da endet es auch. Und zwar im Sand. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wenn die Anlage läuft, dann bedeutet das, dass rund 900 Millionen Strom im Jahr vergütet werden müssen, den wir nirgendwo noch nicht mal mit neuen Technologien verwenden können. Erst dann, wenn die Leitung von Emden Ost nach Konnefort und weiter nach Merzen gebaut ist, ist der Strom verwendbar. Wir haben mit Herrn Ministerpräsident Weil und auch mit dem Umweltminister Wenzel x-mal darüber mittlerweile geredet und überlegt, wie wir das beschleunigen können. Wir wollen es ja beschleunigen, aber schneller, nach Aussage von Herrn Wenzel, geht es nicht. Ich kann den ja völlig unbefangen hier zitieren. Das ist nicht meine Partei. Und er hat mir gesagt, ja, wir müssen erst die Sache mit dem Vogelschutzgebiet lösen und dann müssen wir da eine Lösung finden und doch eine Lösung. Das ist eine Notifizierungsfrage in Brüssel. Ja, aber wenn wir das doch wissen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, dann können wir doch erst dann die Genehmigung für solche Offshore-Anlagen erteilen, wenn wir auch sicher sein können, dass der Strom verwendet werden kann. Das hat für mich eine gewisse Logik. Dafür werbe ich. Wir sind dabei, das ein Stück weit in den Griff zu bekommen. Wir haben bei dem Gesetzgebungsverfahren, da bin ich völlig einig mit Hubertus Heil, noch einiges zu verändern. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Die Ausschreibung ist der richtige Weg. Wir wollen am Ende des Tages erneuerbare Energien haben, aber zu Preisen, die die Bürgerinnen und Bürger und vor allen Dingen die mittelständischen Unternehmen in Deutschland bezahlen können. Danke.